Herzlich willkommen zurück, liebe Gruselfreunde, zu einer neuen Folge von Black Mirror. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, dieses Rätsel an der Scheibe da zu knacken. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe es, Schande über mein Haupt, nachgeschaut, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das gemeint ist. Ich gebe jetzt einfach mal die Zeichen so ein. Ihr wisst bestimmt, wie man das zusammensetzt. Ich jetzt gerade mal nicht. Moment, das ist also das eine hier, der umgedrehte Haken da. Moment. Ich habe keine Ahnung. Dann, das war richtig tatsächlich. Das haben wir richtig gemacht. Und dieses komische N-ähnliche Symbol. Ich habe keine Ahnung. Dieses Schloss birgt wahrlich viele Geheimnisse. Coole Musik übrigens. Oh, ich sehe schon, da müssen wir was einsetzen. Ich gucke mir das aber erstmal an. Das ist schon cool. Na, komm. Es sieht sehr originalgetreu aus, akkurat. Das hat eine Menge Arbeit gekostet. Da scheint ein Teil zu... Moment. So. So! Er hat das Rätsel gelöst. Hör auf, rumzujammern! Was ist das? Warte! Nein! Nicht diesem Kind hinterher! Der Junge! Haben Sie ihn gesehen? Wo ist er hin? Hab ich dir nicht verboten, mich im Herrenzimmer zu stören? Was veranstaltet ihr denn da? Ist alles in Ordnung, Sir? Was ist passiert, David? Oh, der Junge. Da war Blut und er stieß ihn hinunter. Wer? Wen haben Sie gesehen? Ihn. Was sagten Sie gerade, Sir? Ist schon gut. Sie sind wie Ihr Vater. Sie können sie auch sehen, oder? Was hat er denn da nachts veranstaltet? Ja, er kann sie auch sehen. Mein Vater, was hat er zu sehen geglaubt? Es steht mir nicht zu, das zu sagen, Sir, aber... Nur weiter? Mit Verlaub, Sir, Sie sollten fortgehen. Dieser Ort hat Ihren Vater in den Wahnsinn getrieben. Wahnsinn? Hat er gesagt, was oder wen er gesehen hat? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Am besten dränge ich Sie nicht zu sehr. Sie hat schon genug Angst vor mir. Wahnsinn? Ja, ich spreche wohl im Schlaf, anscheinend. Ich habe schon als Kind im Schlaf vor mich hingeredet. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Das arme Mädchen ist ja völlig verängstigt. So natürlich, Sir. Verzeihung, Sir. Verzeihung, wie war nochmal Ihr Name? Elsa, Sir. Elsa Crennan.
Oh, und Master Andrew fragte, ob Sie zu ihm in die Bibliothek kommen möchten. Nach dem Frühstück natürlich. Vielen Dank, Miss Crennan. Reiß dich zusammen, David. Kommst du klar, Junge? Waren es diese Erscheinungen, die meinen Vater aus dem Schloss trieben, als er jung war? Kehrte er ihretwegen zurück? Er muss etwas in den Familienchroniken gefunden haben, von denen er sprach. Niemand sonst hat den Jungen oder den alten Mann gesehen, der wie mein Großvater Edward aussah. Aber es fühlte sich real an. Mehr noch als die Tagträume, die mich als Kind plagten. Ich kann mich nicht erinnern, diesen Jungen je gesehen zu haben. Eine verblasste Erinnerung vielleicht? Soweit ich weiß, war ich noch nie zuvor in diesem Schloss. Elsa weiß mehr, als sie mir sagen will. Ja, das glaube ich auch, aber du wolltest sie ja nicht drängen. Hier haben wir einen neuen Tagebucheintrag. Kann ich hier... Hallo? Haben wir das schon... Die Begrüßung, die ich bei meiner Ankunft erhielt, war so kalt wie die Schlosswände. Obwohl Andrew Harrison, der Anwalt, der mich im Namen meiner Familie kontaktiert hatte, sich darum bemühte, dass ich mich willkommen fühlte. Die Angestellten scheinen genauso merkwürdig wie meine Familie zu sein. Das Hausmädchen schleicht um verschlossene Türen herum und der alte Gärtner Rory warnte mich vor dunklen Familiengeheimnissen, wollte aber nichts Näheres erläutern. Briefe, die ich im Haus fand, spiegeln die Besessenheit meines Vaters von dem Okkulten wider. Er verbrachte den Großteil meiner Kindheit damit, es zu studieren, reiste um die Welt, um esoterische Folianten aufzuspüren. Und Großvater Edward, seine Briefe und Notizen machten Großmutter Margarets Bewunderung für ihn noch rätselhafter als bisher. Für Edward waren Menschen bloß Hab und Gut. Sie waren Dinge, mit denen er tun konnte, was er wollte. Ich kann nur hoffen, dass die Halluzinationen über den Jungen, so echt sie auch erschienen, das Resultat der Belastungen der letzten Wochen waren. Erinnerungen möglicherweise aus meiner Jugend? Oder sind dies die ersten Schritte in denselben Wahnsinn, dem Vater erlegen ist? Ja, das weiß man nicht genau. Wer war der Junge? Finden Sie heraus, was Allison weiß. Alyssa weiß, okay. Ja, ups. Oh, er sieht ja auch sehr umnächtigt aus. Hier, machen wir öffnen. Öffne mal. Oder ist seine Kerze jetzt weg? Ja, gut, ich weiß ja nicht, wo er seine Kerze... ich weiß, wo er sie vergessen hat. Ich weiß aber, wir brauchen sie jetzt gerade nicht, weil es ist ein wundervoller, regnerischer Tag in Schottland. Wer braucht da schon eine Kerze? Geh mal um die Ecke hier, junger Mann. Na so. Und sobald du in der Küche fertig bist, geh den Keller säubern. Die Spinnen haben dort ein Nest gebaut. Ein ziemlich großes sogar. Sie krabbeln überall herum. Master David. Wie schön, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Ich habe einige schottische Delikatessen für Sie zubereiten lassen. Blutwürste, Haggis, Rühreier mit Rehhirn und Bacon. Geil. Ist ja geil. Blutwurst. Oh, das ging schnell. Was ist das hier? Das ist der Nachtisch, ne? Ja, dann hau rein. Ich habe das Reh selbst in unserem Wald geschossen. Wow, toll. Das schmeckt super. Mutter mochte Gerichte mit Innereien nie besonders. In diesem Fall wäre ihr etwas entgangen. Ja, das war bestimmt super.
Frühstück beenden. Ja, gibt's hier noch was zu trinken oder was? Tee? Das Glas hat aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ja, lecker, lecker. Mhm. Lecker Rehhirn. Wer liebt es nicht? Frühstück beenden. Das war köstlich. Vielen Dank. Mhm. Unsere Spezialitäten müssen jemandem, der aufgewachsen ist wie Sie, seltsam vorkommen. Ich bin in Indien aufgewachsen. Mein Begriff von seltsam ist recht weit gefasst. Mhm. Mhm. Was? Garten verlassen? Garten verlassen? Ach, Karten verlassen. Ja, Moment. Wie Karten verlassen? Was wischt er denn da? Elsa weiß mehr über meinen Vater, als sie mir zu sagen wagt. Ich sollte mir jetzt ihr Vertrauen verdienen. Denn vielleicht kehrt sie ins Dorf zurück, wenn das Wetter aufklart. Ja, Master David? Seine Arbeit für die Gordons? Das Hausmädchen scheint verängstigt zu sein. Die Belegschaft, Gespräch beenden. Haben Sie Ihr ganzes Leben für die Familie gearbeitet? Ja, Master David. Abgesehen von meiner Militärzeit in Swasiland. Sie haben in Südafrika gedient? In der Tat, Sir. Während des Burenkrieges. Doch Sir Edward schritt ein und ich konnte unverletzt aus diesem höchst sinnlosen Konflikt heimkehren. Toll. Ohrringe, die Belegschaft. Eine Frage. Das Hausmädchen. Sie scheint nervös zu sein. Als hätte sie Angst vor mir. Sie hat vor allem Angst, die Gute. Sie halten nicht viel von ihr? Nein, Sir. Und wenn ich so frei sein darf, ein Ohrring von Lady Gordon ist verschwunden. Verdächtigen Sie das Mädchen? Es steht mir nicht zu, das zu behaupten, Master David. Und doch scheint mir, das hast du gerade. Wenn ich ihm den Ohrring gebe, wird er ihn als Ausrede nutzen, um das Dienstmädchen zu schikanieren. Nicht, dass er mir je vertrauen wird. Er ist Lady Margaret, treu ergeben. Okay. Wie viele Angestellte gibt es? Heute nur noch meine Wenigkeit, das Dienstmädchen und Rory, den Gärtner. Ich schätze, man könnte den Anwalt noch dazu rechnen, wenn man das Arbeit nennen kann. Nicht viele für so ein großes Haus. Wenn Sie mehr Personal einstellen möchten, werde ich mich nicht beschweren, Sir. Natürlich ist nicht jedermann dazu geeignet, in diesem Haus zu arbeiten. Ja, das glaube ich auch. In Schloss Dracula arbeitet nicht jeder. Wohlan, einen schönen Tag noch. Sehr wohl, ja. Sir. Auf Wiedersehen. Ja. Oh Gott, er ist ja gruselig. Und sonst haben wir hier eine Tür, da haben wir eine Tür. Ach, das ist das Esszimmer, ne? Ach, so, jetzt, ja, ich sehe es auch. Hm. Dann sollen wir, ich weiß nicht mehr genau, einmal in die Bibliothek, glaube ich, und, das ist gruselig. Gott, er ist halt auch gruselig. Er ist der gruseligste von allen. Das ist die Eingangshalle. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Ich wollte mal gucken, ob die Omi noch schläft. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube schon, ne? Ist sie schon aufgewacht? Die ist weg. Gut. Omi ist weg, kannst du jetzt Plattenmusik hier anmachen? Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Das hast du gestern Abend auch schon gesagt. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Was war das hier? Ein Zeichen des Fortschritts. Selbst in einem derart altertümlichen Haus. Ein Zeichen des Fortschritts. Ach so. Selbst in einem derart altertümlichen Haus. Mhm, was ist denn da? Telefon oder was? Ja, Telefon. Wir gucken uns nochmal um.
Komme ich da jetzt her? Blick ich da? Hä? Ich blick hier überhaupt nicht durch. Die Gänge sehen halt auch alle gleich aus, ne? Hey. Miss Crennan? Blut, John, mein Vater, der Dachboden, Ohrring. Wird darin nicht gekochtes Essen transportiert? Wie kommt da Blut hinein? Ach, das kleine Ekel dachte, es wäre lustig, eins seiner toten Tierchen hineinzulegen, um mir Angst zu machen. Er sollte sie im Keller lassen und... Verzeihung, Sir. Es steht mir nicht zu, so zu sprechen. Haben Sie je mit meinem Vater geredet? Ich habe hier gearbeitet, als er... Das heißt, ich... Nur zu, bitte. Ich denke nicht, dass das angebracht wäre, Sir. Lady Margaret hat gesagt... Verzeihung, Sir, ich muss weiterarbeiten. Sie hat vor Margaret noch mehr Angst als vor dem Butler. Armes Mädchen. Ach Gottchen. Sie haben gesagt, mein Vater habe Dinge gesehen. Ich will nicht darüber reden, Sir. Wieso ist die Tür zum Dachboden verschlossen? Fragen Sie am besten Angus, Sir. Ich gehe so gut wie nie dort hinauf. Die bloße Erwähnung des Dachbodens jagt ihr Angst ein. Was ist dort oben? Ich glaube, Sie haben den hier vielleicht verloren. Oh, Sir. Oh, vielen Dank, Sir. Ich wollte mich nur damit im Spiegel betrachten. Es war keine Absicht. Ich habe ihn verloren, Sir. Ich hatte Angst, es Ihrer Ladyschaft zu sagen. Sie kann sehr aufbrausend sein. Was werden Sie damit machen? Wenn ich ihn heimlich in den Salon bringen kann, denkt Ihre Ladyschaft vielleicht, sie hätte ihn dort selbst verloren. Wie ich Sie bislang kennengelernt habe, bezweifle ich stark, dass Ihre Ladyschaft das denken wird. Was ist meinem Vater hier zugestoßen? Tut mir leid, Sir. Sie sind nicht wie die anderen hier. Oh, Sir, es gibt Dinge, die Sie wissen sollten, aber... Ich brauche diese Arbeit wirklich. Sie weiß etwas, aber wie kann ich Sie überzeugen, mir zu vertrauen? Möchten Sie, dass ich Sie in den Keller begleite? Es würde sich nicht ziemen, den Hausbesitzer darum zu bitten, Sir. Nun, ich bin noch nicht der Besitzer. Und Sie haben nicht darum gebeten. Sehr freundlich von Ihnen, Sir. Ich helfe gern. Ich sage Ihnen, wenn ich bereit bin, Sie dorthin abzubegleiten. Hm? Ich lasse Sie dann mal weiterarbeiten. Ja. Gut. Dann gehen wir mal erstmal in die Bibliothek, wa? Der bändelt doch voll mit der an. So, hier ist die gruselige Küche. Bibliothek war nochmal. In die große Halle, ne? Die da war. Hier vielleicht. Ich hoffe, ich finde dieses Zimmer jemals wieder. Eine Karte wäre halt super. Sollte sich nicht jemand mit uns in der Bibliothek... treffen? Habe ich das falsch verstanden? David, ich kann leider nicht hier sein, um Sie herumzuführen. Ah, okay. Da das Telefon im Schloss aufgrund des nächtlichen Sturms nicht funktioniert, musste ich ins Dorf fahren, um mein Büro zu kontaktieren. Nach meiner Rückkehr werde ich Ihnen die Kapelle zeigen, wo Sie Ihrem Vater die letzte Ehre erweisen können. Gruß, Andrew Harrison. Oder ich gehe einfach selbst zur Kapelle, sobald das Wetter aufklart. Klar, gute Idee. Gute Idee. Gut, dann ist hier niemand. Dann bleibt, glaube ich, nur der Keller erstmal, ne? Ich denke schon. Boah, die also die Atmosphäre ist echt super. Das mit den Türen nervt ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das auch irgendwie eine Neuaufmachung von einem Adventure, ne? Glaube ich. Ich habe, schlag mich nicht, ich kenne das nicht und ich habe das damals auch nicht gespielt. Ich weiß noch nicht mal, wie alt es ist. Wie immer, ich bin super vorbereitet. Ich meine aber, ich hätte gelesen, dass das hier eine Neuaufmachung ist. Ja, und das mit den Türen ist halt so ein bisschen, ja, wie früher halt, ne? Die Ladebildschirme nach den Türen. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Und hier durch. Die Oma ist ja weg, ne? Erstmal.
und sind im falschen Raum. Sag mal, ist das normal? War das nicht der Gang hier? Nein. Ich verlaufe mich halt immer wieder. Sind wir nicht hier rausgekommen vorhin? Bin ich denn so verpeilt? Ist das so? Sie raucht Pfeife? Ich dachte, das wäre unter ihrer Würde. Jo. Oh gut, dann reden wir noch mit Omi. War geplant, dass ich hier hinkomme. Lady Margaret. David? Darf ich mich für mein seltsames Verhalten gestern Abend entschuldigen? Es ist nur... Das ist nicht nötig. Du warst offensichtlich erschöpft von der Reise. Lass uns nicht weiter davon sprechen. Ja, gut. Ein Junge im Schloss. Hey, lass uns nicht weiter davon sprechen. Ich will ihr nicht noch einen Grund geben, mich für verrückt zu halten. Die Frage mag ungewöhnlich erscheinen. Es würde mich überraschen, wenn nicht, mein Junge. Bin ich schon jemals hier gewesen? Ist es möglich, dass ich als Kind zu Besuch war und mich nicht mehr erinnern kann? Nein, du bist diesen Mauern fremd. Und ich habe das Gefühl, es wäre ihr lieber, wenn es so bliebe. Das glaube ich auch. Was für ein Mann war mein Großvater? Oh, er war wunderbar. Er war attraktiv. So attraktiv und fürsorglich. Fürsorglich genug, um ein wehrloses Kind die Treppe herunterzustoßen. Alles war so anders, als er noch lebte. Das Dienstmädchen, sie benimmt sich ein wenig seltsam. Als hätte sie Angst vor mir. Ja, nun ja, sie ist ein einfaches Ding. Vielleicht hat sie von dem Fluch der Gordons gehört, über den die Einheimischen schnattern. Fluch? Was für ein Fluch? Nur ein Bauernaberglaube. Ich vermute, sie hat Angst, dass du die gleiche unberechenbare Gewalt an den Tag legen könntest wie dein Vater. Vater schien mir nie einen Hang zur Gewalt zu haben. Oh, es gibt viele Dinge, die du nicht über deinen Vater weißt. Das ist sein Werk. Was? Aber wie? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen, David. Und das Dienstmädchen sollte besser seinen Mund halten und den Ohrring finden, den es verlegt hat. Bei glänzenden, teuren Dingen ist sie wie eine Elster. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Oh, und David, der Herr des Hauses sollte die Privatsphäre jener unter seinem Dach respektieren. Selbst dein Vater hat das verstanden. Manchmal ist ein Schreibtisch mit Absicht verschlossen. Hätten wir den zumachen können? Es war wichtig, Unwissenheit vortäuschen. Wir sind mal ehrlich. Ich habe ein paar Dokumente gesucht. Andrew war bereits zu Bett gegangen. Trotzdem würde ich es schätzen, wenn du die Regeln dieses Hauses respektiertest. Du bist immerhin noch nicht sein Besitzer. Gut. Alles klar, Omi. Tschö. Gut. Ja. Dann werden wir in der nächsten Folge in diesem gruseligen Spukschloss mit unserem Dienstmädchen mal in den Keller gehen und die Spinnen vertreiben. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich sage, in diesem wunderschönen Kaminraum, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Passt gut auf euch auf und... gehabt euch wohl.